Rides in the Storm hier. Nun zeige ich euch mal den DOC, den Discrete Oscillator. Das ist ein analoger VCO in diskreter Technik gebaut. Also keine Chips inside. So, was kennzeichnet ihn? Der ist sehr stimmstabil und hat sehr scharfe Flanken, also viel Obertöne. Wir hören jetzt gerade eine Dreieckwelle und liefert auch ein sehr genaues, strammes Bassbild. Also da ist nichts verwaschen. Geh jetzt mal auf die Ramp. Auf die Pulswelle. Hier lässt sich auch in der Pulsbreite verändern. Bisschen in den Bereich, wo man quasi nichts mehr hört. Das ist ganz schön für Modulation. Zeige ich dann gleich noch. Die Pulsbreite lässt sich modulieren. Dazu gibt es auch einen Abschwächer. Dann gehen wir hier mal rein. Zudem gibt es ein LFM, also ein Linear FM und hier mit XFM gekennzeichnet. Also Linear FM machen wir doch mal. Und dann brauche ich jetzt einen Abschwächer für. Nehmen wir mal unseren Quar und patchen den hier rein. Nun gibt es noch ein Sync-In, also
bezeichnet als Reset. Damit wird die Wellenform von Nullpunkt gestartet. Das ist gut für Bass Sounds. Wenn ein einmaliger Reset beim Gate erzeugt wird, aber auch um Sync Sounds zu erzeugen. Das machen wir jetzt mal. Gehen wir mal hier raus und sinken den mal jetzt. Das ist jetzt bei der Dreieckwelle und klingt dann bei der Ramp dann so. Und bei der Pulswelle so. Der Oszillator lässt sich auch als LFO benutzen. Das habe ich jetzt mit dem zweiten hier gemacht. Also funktioniert auch im Tieffrequenzbereich als Modulator. Ja, das war es jetzt erstmal zum DOC.